aufgefüllt werden, also muss da Strom drauf sein. Sind die voll oder nicht voll? Die sind voll, die sind dauerhaft voll. Die bekommen okay. Irgendwie. Oder irgendwo was falsch oder einfach mal das Kabel abstöpseln und wieder anstöpseln. Ich schreiß den mal, glaube ich, gerade komplett ab, weil da scheint mir gerade echt ein Fehler zu sein. Das Problem ist mit dem Rock Crusher immer. Du musst mal das Kabel abnehmen, das Kabel wieder dran machen, dann kriegt ihr wieder Strom. Ja, aber Rock Crusher ist irgendwie davon, vom Modmacher her irgendwie der Fehler drin. Ah, super. Oh, irgendwas höre ich hier gerade. Ja, richtig. Sehr schön, wir haben World Anker bekommen. Oder hast du das für mich gerade reingetippt? Nein. Ich weiß jetzt nicht, was hier gerade schiefgelaufen ist, aber aus einem Teil von Rockwatch ist ein World Anker geworden. Okay. Baker, wenn du das siehst. Vielleicht funktioniert das deswegen nicht. Irgendwas abgeändert? Eher geändert? Umgeändert? Gott, wir haben einen Free World Anchor. Cool, was willst du verankern? Die Welt. Knack ich einfach mal dahin. Aber was für die Deko. Gott, dann dürfen wir, wenn der Grinder fertig ist, nochmal einen Teil vom Rockwasher machen. Ach ja. Habe ich schon mal wieder schön mal so ein paar Bugs zu melden. Okay. Da, 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 da. So, der Elektrolyzer ist fertig und jetzt müssten wir alles für den Grinder haben. Jawohl. So, wo knackt man den mal hin? Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Der Grinder braucht ja auch noch so ein Casing. So ein. Und so. Ja, der Grinder, der, wie gesagt, der braucht ja auch nochmal hier so einen Aufbau. Den konnte man aber auch, meine ich, über einen Aquios dauerhaft mit Wasser füllen. Dann braucht er keine Wasserzellen, oder? Der braucht was? Der Industrial Grinder braucht ja teilweise nochmal Wasser. Für einige Rezepte. Ich meine sogar für alle, ich weiß es gerade nicht. Und da kannst du ja halt, glaube ich, auch nochmal statt Wasserzellen einfach Wasser reinhauen. Über einen Aquarius, oder? Ich habe das bei der Sawmill immer gemacht, da hat es funktioniert. Gut. Gut. Die dunklen Stellen von dem Grinder für das Casing, das waren noch die Reinforced, oder? Ja. Gut, also brauchen wir 90. Nee. Wir brauchen 8 Reinforced und 18 Standardmaschinen Casings. Gut. Wie sieht eigentlich gerade hier aus? Ach, der ist auch. Super, der ist gar nicht belastet. Moment. Was ist? Welche Version hast du denn gestartet? V1.3F. Hier und das andere ist. Bauen. Also hast du das alte gelöscht? Nicht, dass er dir mal das andere ja, zieht? Ja, das habe ich gelöscht. Kannst ja nochmal löschen. Da können wir auch mal ganz kurz das löschen und neu reinpacken. Wir hatten gerade was getestet, deswegen. Ich lösche das einfach mal. Komplett. Was mir auch mal einfällt, ich höre hier irgendwas. Denn? In der letzten Folge habe ich noch mal ein bisschen Scheiße erzählt. Da hatte ich es, glaube ich, da habe ich es verkackt, wie die Bienen, was hier Ignoble und Pristine ist. Ja. Und ich glaube, ich hatte das genau andersrum erzählt. Und ich habe es schon wieder vergessen, weil es jetzt, wie es richtig rum war. Super. Bischu, bitte korrigiere mich, wenn ich alles falsch ist. Ich meine, Pristine ist die. Oh. Ich wollte schon gerade sagen, dass so viel Scheiße kann ich noch gar nicht erzählt haben. Dateien werden ja runtergeladen. Bei den Bienen ist auch, meine ich, so, dass die Pristine-Bienen
nicht sterben und die Ignoble Bienen sterben, oder? Ja, ich glaube schon. Ui. Ganz entsetzt. Mistköter. Gut, also, wir brauchen. Was habe ich gesagt? Wir brauchen jetzt 18 von den. Ach, was mache ich denn jetzt schon wieder hier? Das ist natürlich jetzt gerade ärgerlich, Potti, ne? Ja. Ich habe jetzt aber nochmal den anderen Ordner auch gelöscht. Aber mir ist aufgefallen, dass ich hier einen anderen Ordner, wo ich es neu rein installiert habe, mich umbenannt habe. Super, super. Könnte vielleicht Potti. Probleme wissen dann. Ja, am besten mal beide löschen und neu runterladen. Oder den einlöschen und runter. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt alles, was mit dem Mod zu tun hatte, gelöscht. Und ist das 9.02? Weiß ich nicht. Hm. Kann nicht reinsehen. Er lädt bei mir gerade runter. Unterbrechen. Redet ruhig weiter, mir macht dann langsam nichts mehr aus. Nein. Das ist langsam weniger. Also, Potti, ich habe jetzt alles, was mit Winterberg zu tun hat, Alter, hier. KD schießt mich tot und das andere habe ich auch gelöscht. Ja, mal sauber. Und habe jetzt einen neuen Ordner angelegt, Winterberg, habe den eigenen Ordnerpfad gewählt und habe das installiert, ist jetzt gerade dahin hinein. Also, ich habe nichts mehr, was mit Winterberg zu tun hat, offen. Der Kette hier. Für alle, die natürlich euch jetzt fragen, worüber wir reden gerade eine Modifikation von Emergency 4. Reich Werbung. Nö. Ey, wir versuchen es ja nicht zu verkaufen. Das Spiel ist so alt von wegen, das will keine Sau kaufen. Wie gut, dass ich es noch hab. Euch macht es doch immer noch Spaß. Portionis sind auch Feuerwehrmänner. Das macht uns immer Spaß. Richtig. Blaulicht und Sirene. Yeah, wie kleine Kinder. Das ist einfach so. Da können wir einfach nichts dran ändern. Das liegt denn einfach in unserer Natur. Natur. Dovishu, jetzt mal im Ernst. Was findest du an. Was findest du nochmal an dem? Oh, wie böse. Ja, weil es fies. Also ihr könnt natürlich jetzt ein paar Sachen aufziehen, aber ich glaube, das wäre definitiv FSK auf. Ja, dann. Dann kommen wir nochmal zu, welche Uhrzeit willst du das bringen? Ich glaube, das wird dann jetzt die geheime Folge, die nie ausgestrahlt wurde. Oder generell die geheime Aufnahme. Ja, das Problem ist, ich bin ja im realen Leben ja genauso Ballerballer. Ja. Er tut nicht nur so, er ist so. Sie hat mich ja so kennengelernt, also muss sie das erleben, was ich tue. Wenn ich es nicht tue, tue ich es nicht. Hä? Was? Jetzt hast du mich verwirrt. Das ist Logik, ne? Jetzt hast du mich verwirrt. Ich bin schon eigentlich generell die ganze Zeit verwirrt, das ist das Problem. Das ist keine Ahnung Meine Verknüpfung mit Steam ist verschwunden. Super. Ding spackt heute irgendwie rum, oder? Es liegt aber bestimmt jetzt an wegen der Forest. Haben wir alle so sehnsüchtig seit heute Morgen gewartet und es kam ja erst um 18 Uhr deutscher Zeit, also mitteleuropäischer Zeit und Egal. Sag einfach mal geil. Ja, 88. Ey, ich 88, hallo? Kannst das doch nicht so bringen. Zu spät. Ich hab grad irgendwie Hunger auf eine Pizza. Ja, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Auf Pizza hätte irgendwie was. Ja, ne? So eine richtig leckere Pizza. Mit Thunfisch, Ananas und Knoblauchsoße. Dazu Fettzwiebeln. Ja, ist doch nicht mehr nach Pizza. Ich muss ehrlich zugeben, also ich esse sehr gerne zum Beispiel auch so ein Baguette. Ne? So richtig schönes, leckeres Baguette. So mit Thunfisch und Ananas drauf und dazu muss eine richtig kräftige Knoblauchsoße dabei sein. Müsst ihr mal probieren, für diejenigen, die gerne Thunfisch und Ananas essen. Du hast einen leicht süßlichen durch die Ananas und halt durch die Knoblauchsoße leicht säuerlichen Geschmack und durch den Thunfisch hast du noch so einen anderen. Also so eine Dreierkombi, weißt du? Was ja auch bei uns. Bitte in einer Beziehung, bitte lass es. Also, was heißt hier eigentlich, die in einer Beziehung, lasst es?
was ich auch mal bei mir das sagen kann, stinkt. Bei uns in der Stadt gibt es eine super Pizzeria, ein türkisches Geschäft, einfach eine schöne Margherita-Pizza und dann schön Cocktailsoße drauf. Klingt zwar widerlich, aber schmeckt richtig geil. Okay, das müsste ich auch mal ausprobieren. Das hört sich irgendwie interessant an. Eine Margherita mit Knoblauch, also so eine Cocktailsoße, so eine die... Ja. Ja, ich weiß ja, okay, alles klar. Also hier gibt es einen ganzen Italiener, der macht eine Krabbenpizza, göttlich. Ja, Krabben auf Pizza. Habe ich aber auch schon oft gehört. So, lässt du sie in den Himmel aufsteigen? Sind voll lecker. Lecker. Botti, was gibt's denn bei dir Feines an Pizza? Wir haben zwei Türken, die Pizza machen. Wobei. Ja, was anderes kann ich echt nicht sagen. Das hört sich komisch an. Das hört sich verdammt komisch an. Wir haben zwei Türken, die machen Pizza. Ja, ist so. Und sind die da im Keller oder was? In der Küche unten im Schrank. Manchmal dürfen sie in den Backofen. Oh Mann. Der Nein, die sind aber eigentlich ganz gut. Meine Damen und Herren, Sie hören die letzte Folge, die ich hier auf diesem Kanal rausbringen durfte. Stimmt doch gar nicht. Nein. Och, jetzt brauche ich hierfür auch. Der Herausgeber dieses Kanals ist für die Werbung nicht verantwortlich. Für die Sprüche nicht verantwortlich. Och, jetzt brauche ich echt noch. Mann, ihr wollt mich doch alle verarschen. Das hast du aber früh gemerkt. Ich darf noch mehr mit Aloy machen. Also dauert die Aufnahme noch was länger. Sehr schön. Sehr schön. Musst du zwei teilen. Doppelpart groß machen. Vierfach oder fünffach Part. In einer Dose und verträgt man das auch nicht. Part 3. Was machen wir? Red Aloy Plate. Also ich korrigiere mich. Ich glaube, da kommen da noch ein paar Folgen für diese Woche raus. Und heute regen wir uns mal noch mehr Red Aloy Plates auf. Ja, mehr Red. So, eine Endlosspiel mache ich mal und eine private Server mache ich mal Harry und Passwort ist Günther. Nein. So. Das, was wo ich immer so Gesicht sage. Weißt du, was ich meine? Nein. Nein? Nein. Moment, das ist das Passwort. Oh. Oh mein Gott, das war YouTube. Das Aufnahme gestört, Aufnahme gestört. Ich mache das aus Prinzip nochmal in Teamspeak auf, also das Passwort... Du verstehst, ne? Nein. Das Passwort werde ich nicht sagen. Oh, jetzt muss ich auch gucken. Mann, nee. Oh komm, sag es. Du hast doch mit Absicht eins genommen, was er nicht vorlesen möchte, oder? Natürlich. Und das war natürlich nur ganz außersehen, dass das in den öffentlichen Chat ist. Es ist mir gerade spontan eingefallen und keine Ahnung, wieso, weshalb ich darauf gekommen bin. Nein, jeder, der kennt, der wird niemals drauf kommen, dass du solche Wörter nimmst. Also würde ich niemals in den Wort, niemals in den Wort nehmen, genau. Oh, niemals. Würde niemals so ein Wort in meine Munde ausführen. Ich bin christlicher Natur, ja. Das verbietet meine Religion. Herr im Himmel, bitte töte mich. Gibt es irgendeine Bevölkerungsgruppe oder Einstellungsart oder sonst irgendwas, auf dem wir noch nicht rumgehackt haben? Bin noch nicht ganz fertig.